Hä? War der nicht da? Hä? T-150? Warum ging der nicht durch? Der ging voll durch ihre Panzerung. Oh, noch gar nicht nachgeladen. Sie haben uns. Raus. Oh, jetzt schießt die Artillerie mal mit. Na, ich weiß nicht, was in letzter Zeit los ist. Irgendwie, ich finde keinen richtig Panzer, wo mir so richtig gut gefällt. Und wo mir auch gut liegt, weil... Na doch, ein Indie-Panzer, damit komme ich gut zurecht. Aber immer zu einem Indie-Panzer spielen will ich auch nicht. Na, wie viel bräuchte ich denn da eigentlich noch? 41.000. Oh je. Na gut, 42.000. Ich weiß ja nicht, vielleicht kennt ja jemand einen guten Panzer. Ja, ich schätze ja hier bei die russische. Damit würde ich vielleicht zu gut zurechtkommen. Aber da habe ich gerade mal den. Oder? Die neuen, naja, den neuen glaube ich nicht so. Weil die haben da hier wieder Turm hinten. Das glaube ich nicht meins. Ach genau, ich spiele mal mit den 34, 85. Der müsste ganz hinten sein. Ja, da ist er. Oh, nicht ganz hinten. Gegen die Gegner. Genau, den amerikanischen da. Die mit den... Ah, wie nennt sich das jetzt eigentlich? Ladesystem? Ne, keine Ahnung, wie das hier ist. Das nennt halt die, wo so 5 Schuss hintereinander machen können. Dann erst noch laden, länger nachladen müssen. Aber da muss ich auch noch einige erforschen erst. Na, den T29 würde ich auch mal gerne spielen. Oh! Ich sollte vielleicht hingucken, wo ich hier war. Wo will der überhaupt hin? Er ist ein Scout. Na, ich glaube, der kennt seine Rolle nicht. Oh oh. Motor wurde beschädigt, der zieht nicht mehr. Das war nicht der. Kette beschädigt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Super. Oh, auch noch KV-1 ist. Der ging voll durch ihre Panzerung. Oh, eh noch. E25 auch noch. Oh. Wir haben sie nicht mal angekratzt.
Und hier ist nirgendwo Deckung. Das war's für uns. Raus hier. Oh je. Als Hauptfahrzeug markieren. Könnt ihr auch mal verkaufen. Ich habe ja eine M6. Ah, bis man da vorne ist. Naja. Was ist denn da heute los? Super, so sieht's meist größtenteils aus. Nuckig, bessere heute. Na gut, aber zu. Ich habe ja vor der Aufnahme habe ich mit T-115 noch ein wenig gespielt, ja. Und da musste ich gegen IS-3 und Königssieg und so Zeug. Zum Glück habe ich das HX-Schuss so, damit ich wenigstens ein bisschen Schaden machen kann an dem. Aber ich mache einen Schuss vielleicht so ein paar Schaden. Jetzt hoch kommt es 100 oder so. Und die mal einen Schuss und ich bin fast kaputt. Also, so macht's keinen Spaß eigentlich. Hier, das so geht es ja noch. Es war schon schwer gegen ein IS. Hat man wenigstens noch eine kleine Chance. Und ich muss ja sagen, ich habe schon überlegt, das Let's Play zu pausieren und dafür was anderes zu machen. Aber eigentlich macht es ja Spaß. Komm laut. Ah, jetzt muss der schießen. Wo? Wo? Dort irgendwo. Was ist denn da eigentlich sehen dort? Das Felsen noch. Mal gucken, vielleicht treffe ich. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Na gut, ich hab getroffen, aber ist abgeballt.
Ja, ich weiß, dass eine Eise war, ist außer Reichweite. Hä? Was hat denn da jetzt auf Tiger alles geschossen? Was baue ich denn da eigentlich noch so? Nein, 50.000, boah. Warum braucht der mittlere Panzer nur so viel? Und schwer? Nur 34. Komisch. Das sind 19.000 mehr. Oder? Ach, ist ja egal. Was soll denn das schon bitte? Also, ich weiß nicht, was heute mit den Schmeigeli los ist. Der T-44, der hat 2 Stufen Höhe. Also das ist... Den Panzer, wo ich hab, 2 dann noch. Erstmal den zustimmen. Mal gucken, vielleicht habe ich hier einen kleineren Gegner. Ah, T-44. Wirkungstreffer. Oh, das sind ja einige. Wir haben sie böse erwischt. Wie viel sind denn dort? Der ging voll durch ihre Panzerung. Das sind 3 Stück. Oder? Ja.